Hallo und herzlich willkommen zu dieser Liebeserklärung für die Xbox 360. Eine der Konsolen, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Damals hatte ich erst die erste Xbox, danach hatte ich mir die 360 geholt. Da habe ich so viele schöne Spiele für gespielt. Zum Beispiel habe ich hier Gotham Racing 3 online gespielt, Burnout Paradise, Burnout Revenge. Auch online gespielt mit den Crash-Kreuzungen und den ganzen. Hier in der Slim-Version, die linke schwarze habe ich natürlich nicht. Auch ein schönes Teil, eine wunderschöne Konsole, wie sich die Dashboards gewandelt haben mit der Zeit, wie sich das alles immer wieder gewandelt hat. Da musste man halt mit der Xbox One später ein bisschen Geduld haben. Als sie am Anfang rauskam, die Xbox 360, die kann man, konnte, wenn man heute einem die Dashboards zeigt von der 360 am Anfang und jetzt, dann meint er auch, das wäre nicht die gleiche Konsole. Und deswegen musste man halt ein bisschen Geduld haben mit der Xbox One. Da war am Anfang, war bei der am Anfang halt auch alles recht leer auf dem Dashboard. Aber das hat sich auch gewandelt. Hier auch mit dem schwarzen Controller, den ich auch habe. Hier der weiße, den benutze ich heute noch. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade den weißen immer noch nehme. Der funktioniert noch absolut einwandfrei, obwohl das der von 2006 ist. Vielleicht, weil ich eher der ruhige Rollenspielspieler bin und vielleicht Action-Adventure mal. Außerdem ist er auch noch nicht in die Ecke geflogen oder sowas in der Art. Aber ich spiele auch kein FIFA oder solche Sachen. Hier das Ladekabel. Das hat leider einen Kabelbruch bekommen, deswegen habe ich heute anderes Ladekabel für die 360. Aber von der Art her ist das eigentlich genau das gleiche. Nur, dass es jetzt eben schwarz ist. Das gibt es übrigens für die Xbox One, gibt es das jetzt mit Mini-USB. Da hat man jetzt nicht mal so einen kryptischen Spezialanschluss, wie hier eben. Hier die Spiele, Halo 3, auch ein fantastisches Spiel. Das habe ich so gerne gespielt, Halo 3. Auch wenn ich mich am Anfang noch an Halo gewöhnen musste, auf der ersten Xbox mit Controller zu spielen. Hier Reach, auch ein fantastisches Spiel. Habe ich auch gerne gespielt. Eines der Spiele, die man auf der Xbox One abwärtskompatibel spielen kann. Halo 4 war nicht so prickelnd, das war, am Ende sah das alles gleich aus. Alles die gleichen Locations, da hat es mir nicht mal so gut gefallen. Ich habe es dann pausiert und hinterher durchgespielt. Hier Anniversary, auch fantastisch. Das hat sogar beim zweiten Durchspiel nochmal Spaß gemacht. Ja, das Jeepfahren ganz zum Schluss vielleicht nicht so sehr, aber es ging. Gotham Racing 3, wie gesagt, mein erstes Online-Spiel mit den ersten Online-Erfahrungen, die ich damals gemacht hatte. Auch ein schönes Rennspiel. Kann man gut spielen, wegen der verschiedenen Medaillen vor allem. Dann kann man halt nach und nach, kann man durch mehrmaliges Wiederholen, kann man halt die Medaillen versuchen, immer besser zu machen. Wenn man vielleicht erst Silber geholt hat, bei einer Herausforderung, beim Blitzfahren oder sowas, am Blitzgerät vorbei oder so, da kann man das halt immer so oft wiederholen, bis man halt besser geworden ist. Hier Fable 2. Schade, dass sie das neueste Fable Legend oder wie es hieß, nicht in dieser Art gemacht haben. Warum sind die nicht einfach dabei geblieben und haben einfach ein Fable gemacht? Statt jetzt hier unbedingt hier online-mäßig an den Start zu gehen. Das war dann der Tod der Marke. Ich weiß nicht, vielleicht graben sie es ja irgendwann wieder aus. So viele Macken wie Fable auch haben mochte. Ich hatte das auch damals nicht verfolgt, diese Ankündigung. Hier übrigens Perfect Dark Zero. Ja, sehr schlauchartig, sehr, sehr, sehr. Es ist halt ein Ego-Shooter. Man läuft ballernd durch die Locations, wechselt ab und zu ein bisschen Munition und aufzusammeln und Erkunden gibt es ja wenig. Es gibt auch wenig Sinn, warum es erkunden sollte. Es gibt da keinen Stuff zum Aufsammeln. Außer Munition eben. Hier Half-Life 2. Eigentlich ist ja Half-Life 2 auch sehr, sehr zielorientiert. Das sind ja alles keine Rollenspiele. Auch hier bei Half-Life 2, da läuft man dann nicht durch die Locations und öffnet Kisten oder so, wie in Assassin's Creed Syndicate, was ich übrigens auch trotzdem sehr gut finde. Hier übrigens die Orange Box. Mit Portal dabei. Team Fortress habe ich nie gespielt. Ich bin nicht so der Multiplayer. Dann hier Tomb Raider, hier Legend. Der Wiederanfang nach dem verkorksten Engel der Blödheit. Eigentlich, ab hier konnte ich wirklich was damit anfangen. Hier übrigens Anniversary mit dem T-Rex, die Szene. Eines der wirklich fantastischsten Tomb Raider. Schade, dass sich das nicht mehr verkauft hat. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Underworld. Wurde hinterher ein bisschen schwach, als es unter die Erde ging. Da wurde es ein bisschen monoton, aber auch ein schönes Spiel. Konnte man spielen. Als Tomb Raider-Fan sowieso. Hier war Mass Effect. Erste Teil sehr viel rollenspiellastiger als der zweite. Der dritte war noch shootermäßiger. Der hat mir auch keinen so großen Spaß gemacht. Ich habe den dritten durchgespielt.
Viel Spaß gemacht hat es mir aber nicht. Und mit dem Ende, ja, da muss man halt mit leben. Irgendjemand hat ja immer was dagegen. Ich fand's okay, das Ende. Ich find's auch okay, dass der Shepard im vierten nicht mehr mitmacht. Das ist halt ein Neuanfang. Hier Gears of War 3. Ein Deckungsshooter vom Herrn. Ich glaube, hier kann man sogar minimal Sammelstuff einsammeln. Zumindest mehr als bei Perfect Dark Zero. Ich hab's durchgespielt, aber danach hatte ich auf Judgment keinen Bock mehr. Burnout Revenge, wie schon erwähnt, die Online-Spiele mit den Crash-Kreuzungen. Auch ein fantastisches Spiel. Das macht wirklich, wirklich Laune. Das macht sogar heute noch Laune und das sieht sogar heute noch gut aus. Für mich eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange noch zu sehen ist. Aber war doch alles, machen Sie mal weiter hier. Und hier Ridge Racer 6. Ja, das war mir zu driftlastig, muss ich ehrlich sagen. Man lädt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Boosts mit dem Driften auf. Und da war ich dann nicht so der Fan von. Das quasi, man konnte ja so auf einer geraden Strecke rumdriften. Da bin ich schon gar nicht mehr. Dann hört es bei mir auf. Wenn ich schon die Videos sehe, wenn die Leute auf geraden Strecken da wild am Rumdriften sind, das ist doch einfach nur Eiertanzerei. Bioshock, auch eine fantastische Reihe. Merkwürdigerweise, aber auch dummerweise zu wenig verkauft. Ich fand den ersten fantastisch, den zweiten gut und den dritten durchspielbar, sagen wir es mal so. Ich hab's durchgespielt, hatte auch durchaus Spaß dabei. Das ist aber kein Spiel, was man jetzt immer wieder reinschmeißen kann, also alle Jahre wieder, so nach dem Motto. Dann hier Fallout, sehr spät nachgeholt. Auf der PS3 brachte es mir die Konsole zum Einfrieren, da muss ich die sogar wegbringen. Hat das Spiel auch abgegeben, jetzt für die 360, für 3 Euro im An- und Verkauf gekauft. Übrigens auch wie Perfect Dark Zero, auch ein 3 Euro Kauf. Ein fantastisches Spiel, das macht so viel Laune. Da stört mich nicht mal die Grafik, das zieht mich so rein, das Spiel, da stört mich die Grafik wenig. Man darf halt eigentlich so drauf, man kann so nicht so sehr die Locations alle besuchen wie in Fallout 4. Also man kann nicht in die Häuser rein so sehr, auch die Züge nicht und so weiter. Ja, und hier ist auch schon das Abspannvideo. Ich bedanke mich mal fürs Interesse des Schauen des Videos. Die Xbox 360 ist auch heute noch eine schöne Konsole. Ich spiele heute noch mit. Und dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One, was ich für einen sehr guten Zug finde. Ich hoffe mal, das wird später so, dass sie generell abwärtskompatibel sind. Dann bedanke ich mich mal für das Schauen. Ein Daumen hoch und ein Abo wären eigentlich für jeden YouTuber fantastisch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich die nächsten Videos mache.